Hallo liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in Folge Nummer 225 sollte es glaube ich sein, hier auf dem Unlimited World Server. Hallöchen Freunde. So, und gleich zu Beginn, ich hoffe ihr versteht mich klar und deutlich, ohne irgendwie, Tonaussetzer, Knistern, Rauschen, Knacken, etc., etc., weil ich hatte ja ein bisschen technische Probleme und siehe da, ich habe jetzt gerade eine neue Soundkarte im Gebrauch. Und wollen wir mal gucken, ob es tatsächlich an der Soundkarte lag oder ob es am Headset lag. Ich bin gespannt, Freunde, werden wir auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen zu schnacken kommen. So, jetzt gucke ich aber erstmal hier, ganz gechillt. Wer war denn da hier? Habe ich gerade Nachricht gekriegt. Wo war das? Hier. Was hat er denn geschrieben? Ed Karotte, Max und, ja. Moin. Sound, ja, okay. Gut, also, ich bin verwirrt hier, Leute. Er hat ja das Konzept gebracht. Also, ja, gucken wir uns mal an, wo wir zuletzt stehen geblieben sind. Und zwar, wir wollten es da oben abreißen, nicht wahr? Das werden wir auch heute, glaube ich, anfangen. Ich wollte es eigentlich alleine machen, aber ich mache es mit euch zusammen. Ich werde jetzt mal den ganzen Kladderadatsch hier mal eben hier aus dem Inventar rauskloppen, sodass wir da genügend Platz haben. Und währenddessen wird es da oben alles abrumpeln tun. Da werden wir einfach mal so ein bisschen schnacken hier. Weil, wie gesagt, ich habe mich so die letzte Zeit so ein bisschen geärgert über mich selbst und über meine Technik. Weil das war wirklich nervig. Also das ist so, wenn man dann die Aufnahme hat und auf einmal, blöd, da knistert es und da rauscht es und macht und tut. Ja, dann macht das irgendwie keinen Spaß. Ja, wisst ihr, was ich meine. Und genau aus diesem Grund war auch die Pause gewesen. Also die war jetzt nicht, weil ich irgendwie nicht hätte aufnehmen können. Also ich hätte tatsächlich sogar noch zwei Folgen aufnehmen können. Ja, die hätte ich etwas so zwischengeschoben. Aber das ging nicht. Ja, weil, wie gesagt, das macht keinen Spaß, wenn die Technik nicht funktioniert. Dann kommt noch dazu diese Vodafone-Geschichte. Ne? Und diese letzte Folge, 224, die hat mich so angetriggert, dass ich gesagt habe, ey, mich kotzt das alles so mit Minecraft momentan an, dass ich einfach habe alles stehen und liegen lassen. Und dann hat der Herr angefangen, sich ein paar Filme reinzuziehen. Und habe ich ja schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht, wo ich wirklich mal wieder so Filmabend gemacht habe. Mal so richtig so drei Filme immer hintereinander. Und da hatte ich jetzt fast 4 Tage lang immer schön abends dann so Filme mir reingezogen und habe meine Watchlist ein bisschen abgearbeitet. Unter anderem übrigens auch von Netflix. Ja, da war mal ein Film dabei. Und Leute, das war cool gewesen. Also da war ich ganz überrascht, ehrlich gesagt, dass Netflix so krasse Filme da im Angebot hat. Also da war ich wirklich richtig überrascht gewesen. Naja. So, ja, jetzt wie gesagt, dürfte eigentlich jetzt nichts schief gehen. Also ich habe jetzt so nochmal ganz kurz vor dieser Aufnahme einen kleinen Blindtest gemacht, da wo ich einfach mal so Outer City gestartet habe, habe jetzt einfach mal mir erstmal auch den Ton angehört, so, ne, mein YouTube-Video mal von mir laufen lassen, um mal zu schauen, ob überhaupt dann Signal ankommt. Und siehe da, es kommt ein Signal an. Zu der Erklärung der Technik. Also ich hatte ja damals diesen Gamer-PC, so wie er sich zumindest in der Werbung genannt hatte, damals gekauft gehabt bei uns hier. Und der hatte, glaube ich, das Problem gehabt, dass irgendwie, da war gar keine da war eine Soundkarte, Sound on Board war das nämlich gewesen. Genau, und das war so ein Frontpanel. Und dieses Frontpanel hatte ich bisher immer so im Gebrauch gehabt. Und zwar nicht mit USB, weil, wie gesagt, da dieses ganze Leuchtzeug da an meinem Headset, da, das interessiert mich herzlich wenig, weil ich sehe mich ja nicht selber. Ja, also das wäre nur für Livestream oder so vielleicht interessant mit Facecam. Facecam übrigens, Grüße an Genius Timo, der hat ja da auch neulich mit Facecam gemacht, ne? Genau. Und deswegen betrifft mich das nicht. Ich habe dann einfach nur diese, wie heißen sie? Chin-Stecker, glaube ich, ne? Oder Klinkestecker, irgendwie sowas in dieser Richtung. Die habe ich dann einfach da reingestöpselt, Line-In, Line-Out, also dieser ganze Geschichte, ne? Mikrofon, Kopfhörer, ist ja alles über ein Kabel, was das läuft. Habe ich dann in den Frontpedal reingeschoben und das hat bisher eigentlich immer ganz gut funktioniert. Und irgendwie habe ich festgestellt, nanu, das scheint ja so eine Art Wackelkontakt zu sein. Also das war dann irgendwie doch schon sehr, ja, suboptimal, sage ich. Das hat sich nicht mehr so toll angehört. Dann immer so ein Knistergeräusch war. Dann musste ich dann immer das so ein bisschen beschweren. Da habe ich dann immer hier so ein bisschen Bücher halt, ne, und so. Das habe ich dann einfach dann immer mal so da rübergelegt über das Kabel, dass halt dieser Wackelkontakt da nicht mehr zustande kommt. Oh. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen, ne? Ich setze hier lieber nochmal so einen Dirtblock hin. Nicht, dass die aus Versehen runterplumpsen tun. Genau, und
So habe ich das bisher mal gemacht und ich muss sagen, ja, das war provisorisch, aber ich habe es hinbekommen. Jetzt habe ich mal geguckt, okay, jetzt die letzten Aufnahmen. Einmal die Gemeinschaftsaufnahme, die war eine Katastrophe gewesen, Leute, weil das war über Discord und man hat wirklich nichts gehört. Ich war so leise gewesen, dann hat das gerauscht und geknackt und da konnte man gar nichts machen. Und ja, die haben ja auch die Kollegen während der Aufnahme auch gesagt, Mensch, so Watercave-Crafter, was ist los? Man hört dich ja gar nicht mehr. Und da war mir klar, okay, jetzt hat irgendwas seine Schuldigkeit getan. Entweder tatsächlich der Headset oder die Soundkarte. Meine Vermutung war ja, wie gesagt, wegen der Vorprobleme tatsächlich bei der Soundkarte gewesen. Moment, das sollte man aber lassen hier, oder? Das müssen wir lassen. Das müssen wir lassen. Und zwar bis hier. Begründung ist klar, weil das ja natürlich eine Etage ist. Die können wir ja nicht einfach vernichten hier und abbauen. Ja, und dann habe ich halt nochmal geguckt. Jetzt ist das Problem, was bei mir, immer nur Probleme, Leute. Jetzt ist dieses Problem, was bei mir natürlich war, das ist diese Geschichte. Ich würde ganz gerne meine alte Soundcard. Ich bin ein riesengroßer Fan von der Firma Creative und zwar Sound Blaster AV32, wie sie sich nannte, das sogenannte Stullenbrett. Die war wirklich immer richtig toll. Damit haben wir auch damals immer die ersten Sounds, wie gesagt, komponiert. Diese 8-Bit-Geschichten da waren sensationell gewesen mit Fast Tracker und so. Das hat richtig Spaß gemacht, noch unter DOS 622. Das war richtig cool. Ihr wisst ja, ich bin ja so ein bisschen nostalgisch, aber die passt da gar nicht mehr rein. Das ist ja alles so eng, Leute, und ich glaube, die ist auch einfach nicht mehr zeitgemäß. Und aus diesem Grund konnte ich das schon mal vergessen. Jetzt hätte ich ja hier noch ein paar Rechner gehabt, wo ich hätte was ausbauen können. Und dann hätte ich einfach da eine neue Soundkarte reingestoppt. Und dann habe ich mir jetzt einfach mal angeguckt, was ist denn da hinten da noch alles so dran? Und da war noch eine kleine, tatsächlich, Soundkarte hinten Mitte dran. Habe ich gesagt, okay, die können wir ja dann theoretisch ja mal testen. So, jetzt habe ich einfach das Kabel vom Headset, genauso wie es daherkommt, habe ich jetzt einfach mal genommen. Und habe einfach mal jetzt angefangen, diese Soundkarte mal in Betrieb zu nehmen. Habe einen kleinen Test gemacht und siehe da, es war kein Knacksen zu hören, Freunde. Das heißt, vielleicht, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich sag mal, vielleicht haben wir das Problem tatsächlich jetzt in den Griff bekommen. Und ja, somit erspare ich mir, dass ich mir eine neue Soundcard kaufen muss. Kann möglich sein, ich weiß es nicht. Ich will es jetzt nicht herausbeschwören, wir werden es spätestens nach dieser Aufnahme hier sehen. So, dann haben wir das erstmal repariert. Der geht weg. So, und dann kann ich jetzt hier nämlich auch anfangen, hier das schon abzureißen, weil das muss natürlich weg. Ich bin nur gerade am Überlegen, ob wir den Fehler korrigieren da vorne oder ob wir das hier so. Ich lasse das erstmal so, Freunde. Vielleicht können wir den Fehler auch korrigieren, dass ich da gar nicht so viel abbauen muss. Also diesen Außenring hier, den müssen wir auf jeden Fall noch wegnehmen. Ich hoffe nur, dass ich die Sachen hier wieder kriege. Weil hier war ja der Fehler. Hier war der Fehler, ne? Naja, das gucken wir uns mal an, wo da das Problem ist. Ich denke mal, das kriegen wir aber hin. Wir reißen es erstmal ab. Und dann gehe ich auch gleich runter und hole mir das. Ja, so viel also zum Thema Soundkarte und Headset. Drückt mir also die Daumen. Ich habe es ja auch im Discord, wie gesagt, bei mir geschrieben. Ja, mein Discord, das wird jetzt auch so immer mehr belebt. Ich muss ja noch ein paar Einladungen schicken. Also ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ich euch Einladungen. Zuschauereinladungen hier schicken kann oder so. Ich weiß ja nicht, ob sich das so gehört. Also, ja, könnt ihr gerne bei mir auf dem Discord vorbeischauen. Und da habe ich, wie gesagt, die ganze Problematik mal so ein bisschen angesprochen. Also, es ist so die eine Problematik. Wenn das jetzt mit der Technik, wie gesagt, akustisch, audiotechnisch funktioniert, dann bin ich ja schon mal wieder ein bisschen beruhigter, Leute, ja. Das andere Problem ist, dass auf einmal dann immer Internet weg ist. Jetzt weiß ich nicht, woran das liegt. Also, wie gesagt, es könnte durchaus Vodafone sein, weil die Medien haben auch davon berichtet, dass Vodafone momentan akute Probleme hat. Irgendwie, was so eine stabile Leitung angeht. Ich habe eine 200.000er, die mir da empfohlen worden ist. Ich weiß, es gibt wohl auch was Schnelleres noch. Bin auch gerne bereit, wie gesagt, ja, Schnelleres mir zu leisten, tatsächlich. Da habe ich jetzt gar nicht mal so. Alter, das ist so krass hier, ey, weil man weiß gar nicht, wo ich gehe, nur in Schleichen lang, ja. Ich habe so einen Schiss, dass ich hier runterfalle. Das ist richtig krass. Oh, wow. So, hier muss irgendwo eine Tür sein. Oh, und jetzt schnell runter. So. Und schnell runter. Jetzt sammeln wir mal das ganze Zeug da unten auf. Ja, und wie gesagt, also entweder ist die Netzwerkkarte, die dann halt so sagt, so, ja, nee, Watercave-Crafter ist nicht hier, 24 Stunden, ganze Jahr lang Internet anhaben, funktioniert nicht hier mit Flatrate. Also kann sein, dass sie dann sagen, komm, wir kappen dir dann mal die Leitung. Weil immer, wenn ich dann meistens einen Neustart mache,
Dann funktioniert das komischerweise immer. Meine Freundin hat drüben genau das gleiche Problem, allerdings, die macht das mit dem WLAN. Also ist auch sehr merkwürdig, wie gesagt, was da nun wieder los ist. Ja. Blub. Also das muss doch geprüft werden. Also ich hoffe, dass man das dann halt im Griff kriegt. Weil ich habe es ja auch neulich mal mitbekommen. Das war ja auch diese Geschichte gewesen, wo ich gesagt habe, oh, Unlimited World ist abgestürzt. Dabei war das gar nicht Unlimited World. Das lag bei mir, dass es abgestürzt ist. Weil meine Freundin drüben auch keinen Saft hatte sozusagen. Kann also jederzeit passieren. Dann müsste ich den Rechner neu starten. Dann würde das Internet theoretisch wieder funktionieren. Also. Und manchmal ist es halt so richtig über ein paar Stunden weg. Ne? Das hat man ja auch schon mal gehabt. Da oben hängt sich auch noch ein Glas rum. So. Das haben wir aber erstmal ordentlich aufgesammelt hier. So schaut es jetzt aus. Und da oben erkennt man auch jetzt deutlich den Fehler. So, jetzt wird's spaßig, Freunde. Oh, hier ist auch noch so viel. Ich hoffe, es ist jetzt nichts verloren gegangen, aber ich glaube eigentlich nicht, weil das müsste jetzt hier eigentlich alles gerade. Kann da auf dem Baum da noch was liegt? Liegt da was auf dem Baum drauf? Naja, komme ich eh nicht hoch. So, und da oben, jetzt gucke ich mir das nochmal von unten an. So schaut die ganze Sache aus. So, was haben wir denn da mitgenommen? Da haben wir jetzt erstmal hier diese Beleuchtungen. Dann haben wir jetzt hier so ein bisschen Glas. Das erscheint mir, muss ich sagen, ein bisschen wenig. Kann das sein? Echt? 40 Gläser nur? So, und jetzt hole ich mir erstmal Erde, weil dann will ich das Ganze mal mit Erde ein bisschen vorbauen, weil Erde ist immer ein bisschen einfacher abzubauen als. Ja, hier diesen schwarzen Beton. Den schwarzen Beton, den setzen wir dann später hin. Den tauschen wir dann quasi aus. Die hole ich mir mal eben ein bisschen Erde. So, ja, was habe ich denn noch im Discord reingeschrieben? Ja, dann habe ich natürlich noch das zweite Problem reingeschrieben, und zwar das Problem mit der Zeit, Leute. Und dann wirklich, ich habe mir das nochmal alles so durch den Kopf gehen lassen, und ich hatte auch schon ein Gespräch gehabt diesbezüglich. Da ging es um diese Stream-Geschichte, ne? Und da habe ich mich mal mit Joshua, Gruß an dieser Stelle übrigens, es war ein sehr, sehr, wie sagt man, aufschlussreiches Gespräch gewesen, weil ich bisher wirklich immer so diese, wieso fehlt denn da eine Kiste? War da immer, dass da keine Kisten waren? Das sieht ja so leer aus. Und zwar war das mein Verständnis, wie sage ich denn das jetzt? Also was mein Verständnis angeht von Streamen, also jetzt so auf Twitch oder auf YouTube, war bei mir immer so gewesen, naja, das ist was für die Ewigkeit, ne? Also man nimmt eine Folge auf und das, was in der Folge halt gezeigt worden ist, in diesem Falle Stream, das archiviert man halt. Und der einzigste Unterschied zwischen einem Video und einem Stream ist der, dass ich halt mit den Zuschauern direkt interagieren kann. So habe ich das bisher immer aufgefasst. Und jetzt bin ich aber eines Besseren belehrt worden, dass es eigentlich gar nicht darauf ankommt, was man in einem Stream macht, sondern tatsächlich nur der Unterhaltungswert die Dynamik nach vorne treibt. Und das war natürlich so, wo ich gesagt habe, okay, dann bin ich am völlig falschen Ansatz da immer rangegangen. Und irgendwie hast du schon recht, weil wenn du dir auf Twitch das mal anguckst, so ein richtiges Videokonzept, so wie man sich's halt aufbaut, so ja, was machst du denn in dem Video eigentlich? Was nimmst du dir vor? Was willst du schaffen? Wo ist dein Ziel? Das hast du ja eigentlich gar nicht, weil du hast halt so Sachen, ja, die halt so ein bisschen langwidriger sind, ne? Also so Feld abbauen oder ein bisschen Terraforming machen, minen gehen, etc., etc. Und das sind ja Sachen, die man jetzt nicht zwangsläufig in jeder Folge eines Let's Plays machen würde. Und genau das ist, glaube ich, der Punkt, wo sich das Ganze so ein bisschen unterscheiden tut. Und das ist dann halt so wieder so diese Timeline-Generation, wo ich sage, ne? Wo ich dann sage, okay, das ist dann wieder so dieser Klassiker, wo man dann halt sagt, ja, das ist halt nur für den Moment, ne? Das ist so dieses Archivieren, so wie wir das früher noch kannten aus meiner Generation. Das spielt heutzutage halt keine Rolle mehr. Dieses, ja, auch lange Beiträge oder wirkliche Fachbeiträge, Sachbeiträge im Forum oder auf dem Blog posten, das ist dann wirklich nur für diese eine entsprechende Zielgruppe, die sich dafür halt interessiert, ja. Für alle anderen ist das dann aber nichts, ne? Und das ist dann, glaube ich, so, wo dann das Problem auch liegt. Und das ist halt so diese, ich nenne sie immer Timeline Generation, also so diese jüngere Generation halt, ne? So, Freunde, jetzt gucken wir uns aber mal diesen Spaß hier an. Also, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt werden wir mal hier eins, da müssten jetzt drei sein, richtig? Ne, da sind jetzt zwei. Und wie viele sind hier? Da ist jetzt nur eins. Na, einmal schau mal einer an.
So, das heißt also, hier ist schon mal das erste Problem, weil das müsste ja dann, wenn das hier die Mitte ist, müsste das nämlich so sein. Genau. So, und von hier aus müssen wir das Ganze jetzt wie machen? Das muss jetzt alles einmal versetzt werden. Wie kriege ich das hin? Also da muss ich ja den ganzen Spaß hier doch abreißen. Das Blöde ist ja jetzt nur, dass da drüben, da können wir jetzt nicht mehr viel machen, weil da ist Entetrennte. Gut, dass wir das hier haben. Also, lass mal nachdenken. Lass mal nach. Erstmal mache ich hier mal Fackeln hin. Habe ich hier Fackeln? Na toll, jetzt habe ich hier noch nicht mal Fackeln. What? Scheiße, wieso habe ich eigentlich keine Fackeln? Aber ich habe hier so eine Leuchtdinger hier. Hier, das ist toll. Warte mal, stellen wir das mal hier hin. Vielleicht so. Genau, dass man so ein bisschen Licht hat. Also, hier geht's jetzt irgendwie nach vorne. Das macht's hier nämlich nicht. Also das bedeutet ja, ich müsste hier erstmal einen Block hinsetzen. Richtig oder falsch? Ich glaube, das ist richtig. Also setzen wir mal hier. Oder soll ich es mit Erde machen? Wir machen es erstmal mit Erde. Die sieht man besser. So. Jetzt haben wir da nämlich 2. Und da haben wir 2. So, jetzt geht diese Ecke da runter und da haben wir wieder 2. Und das haben wir hier logischerweise dann schätze ich mal nicht. Doch, haben wir. Ach was. Das ist ja interessant. Wieso haben wir denn da auf einmal... Okay. So. War der Fehler schon? Ist das schon alles gewesen? Haben wir das schon behoben jetzt hier? Echt? So einfach? So, jetzt haben wir hier eine Zacke, 2 Zacken, 3 Zacken. Und das ist eine Zweier, ne? Genau. Und dann geht's ja dann darüber. Also wie viel? 1, 2, 3. Jetzt müsste da drüben auch 3 Zacken sein. So, da ist die erste. 1, 2, 3. Das müsste eine Zweier sein, korrekt. Wie? Das war schon alles und deswegen habe ich alles abgerissen? Was? Leute, hättet ihr mir das nicht vorher sagen können? Na, wie bescheuert ist denn das jetzt? Echt jetzt? Ich habe alles abgerissen, nur wegen einem einzigen Block? Nein! Das ist scheiße. Nein! Wie bescheuert ist denn das, ey? Echt jetzt? Das war's schon. Ich bin am Überlegen, ob wir das auch gleich mal ein bisschen breiter hier aufbauen sollen. Also, ich setze jetzt erstmal hier den schwarzen dahin hier. So, dann ist das erstmal erledigt. Dann ist das hier in der Mitte. So, hier können wir jetzt rein theoretisch. Wollen wir das so machen, dass wir hier... Also das können wir ja dann wieder zubauen. So. Das bauen wir zu. Dann ist ja die Mitte bleibt ja. Jetzt ist nur die Frage, setzen wir das wirklich so schräg so oder... Vielleicht ist das gar keine schlechte Idee. Aha. So. Zumindest haben wir dann erstmal die Mitte. Das kann weg. So. Ja, kommst dann daran. Jetzt hier drüben. Kommt daran. Aha. Na, ist ja toll, dass ich hier. Kommst daran. So, jetzt lege ich auch gleich den Teppich wieder hin. Dann, mein Gott, bin ich heute fleißig hier, was? Warte mal, machen wir als erstes mal den hier weg, würde ich sagen. Ja, genau. So, jetzt der weg. Der weg. Und den ballern wir jetzt daran. So, und somit haben wir das Problem gelöst. So, hier ist jetzt eine Wand. Wo war jetzt die Mitte? Die war hier. Dann gib dir mal den Teppich. Wo ist der Teppich? Da ist der Teppich. Jetzt legen wir jetzt erstmal beiseite. So, jetzt fangen wir mal einfach mal hier an mit Weiß, würde ich sagen. Setze ich mal hier Weiß. Das ist jetzt die Mitte. Ja. So, dann machen wir mal Weiß, Gelb, Weiß
Und weiter geht's nicht. Okay, dann haben wir hier so einen Dreiergang. Das finde ich in Ordnung. So, weiß, weiß, weiß. Jetzt machen wir genau das Gleiche. Weiß, weiß, weiß. Gelb, gelb, gelb. Gelb, gelb, gelb. So. Ja, das ist gut. Das gefällt mir. Gelb. Ach, das geht wieder nicht. Ach so, weil da der Block ist, verstehe. Dann muss das hier hin. Und dann können wir da aber weiß und weiß machen. So, jetzt müsste das auf der anderen Seite genauso sein. Also, weiß. Weiß. Gelb, gelb. Ja. Perfekt. Absolut symmetrisch. So soll es sein. So, jetzt brauche ich mal eben Glas. So, und jetzt machen wir das Glas. Dann nehme ich jetzt hier die 40, gelbes Glas. Und ich werde jetzt nicht nach vorne, weil das könnte man zwar machen, aber ich glaube, das sieht sogar noch geiler aus, wenn wir das so linear machen. Also so hier drauf. So. Genau. Das gucke ich mir aber trotzdem mal gleich von unten an, nicht, dass das doof aussieht. So. So würde das dann nämlich aussehen. Und hier oben drauf, Moment, da brauche ich mal kurz Beton. Und da oben drauf, da würde ich ganz gerne jetzt so, so. So machen wir das nämlich mal so rüber. Und das Dach, das ziehen wir dann einfach nur so, dann ist das ja drei hoch. Wunderbar, dann ist es ja genauso wie da, dann schließt das auch ab. So, ich glaube, jetzt haben wir es. Mein Gott, jetzt haben wir einen Schuh draus gemacht. Das war ja wieder kompliziert hier, das war ja wieder Physik, die begeistert. Bauarchitektonische Kunst hier. So, was passiert denn jetzt hier? Jetzt haben wir hier komischerweise wieder nur einen Gang. Jetzt müsste ich eigentlich den schwarzen... Genau, das würde jetzt eigentlich ja nur... Na, wir schauen uns das mal von unten an. Mal sehen, wie das aussieht. Kann ich hier eigentlich schon setzen? Nee, kann ich noch nicht. Hier hinten kann ich übrigens zumachen. Wenn ich den jetzt da ranballer, geht das? Ja, das geht. Ach, ist ja toll. So, dann mache ich hier einfach auch einen auf den hier. So, kann man den mal runterfallen. Und hier so an der Seite, da mache ich jetzt einfach mal einen auf den. So. Das können wir ja auch schon mal machen. Hätte ich gar nicht abbauen brauchen, glaube ich. Obwohl, wir wollten ja das Glas versetzen. Also von daher passt es schon. Das ging ja schneller, als ich dachte. Das geht ja hier schneller, als ich dachte tatsächlich. Ich dachte jetzt so, oh, das dauert jetzt wieder Ewigkeiten und drei Tage, bis ich hier klarkomme. Aber ich glaube, wir haben es wirklich geschafft. So. Den Block können wir wieder wegnehmen. Jetzt kriegen wir auch hier eine Fackel spendiert. Die Fackel können wir vielleicht sogar hier irgendwie da oben platzieren. Dann haben wir da auch so ein bisschen schön hier. So, genau. Und jetzt können wir auch Teppich weitersetzen. Jetzt müsste man auch Teppich weitersetzen können. So, das machen wir nämlich... Ah, hier, haben wir vergessen, Moment. Sehr schön. Wunderbar. Doch, ich glaube, das sieht cooler aus. So. Hier noch einer rauf. So, was ist jetzt hier passiert? Achso, da fehlen jetzt hier... Müssen wir da die Ecke noch irgendwie machen. Gut, das kriegen wir aber auch hin. Machen wir einen dahin. So. Dahin. Das war jetzt hier zwei. Watercase Crafter Baukünste hier, ey. So. Jetzt hier, komm. Baller da mal kurz einen Erdblock hin. Jetzt einmal... daran. Und jetzt einfach nur noch hier ein hin. Und damit ist die Hütte zu. Das ist ja ein bisschen eng jetzt hier, ne? Da muss man so schon ein bisschen schlank sein. Also keine Bierplauzen und so, ne? Sollte aber passen. So, was kommt als nächstes? Gelb. Dann müsste jetzt weiß kommen. Hier kommt weiß. Da kommt gelb. Gelb. Gelb, weiß, weiß, nein, da kommt gelb, da kommt gelb, da kommt weiß, 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 weiß,
Wow. Jetzt passt es. Jetzt passt es. Nice. So. Super. Super Trooper hier. Nice, nice, nice. Schön. Nur mach mir ein bisschen Sorgen mit dem gelben Glas. Das erscheint mir hier ein bisschen wenig irgendwie. So wie als wenn was verloren gegangen wäre. Also wir brauchen, glaube ich, noch Glasgelbes. Aber gut, das ist nicht teuer. So, das gucken wir uns jetzt gleich mal von unten an. Wie das da ausschauen tut. Nicht, dass wir es nochmal abreißen müssen. Also wenn wir es nochmal abreißen müssen, dann hole ich mir ja irgendjemand, der das kann hier. Dann hole ich mir ja irgendeinen Architekten hier aus dem Forum und dann soll der das mal machen hier. Da stellen wir uns zu dusselig an. So. Und da noch einer rauf. Gut, Freunde, haben wir das auch erledigt? Ja, hier müssen wir mal gucken, was wir da machen. Da habe ich mir jetzt auch erstmal nichts weiter überlegt. So, ich gehe jetzt erstmal nach unten und dann schauen wir uns das mal an, was wir da fabriziert haben. Bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt von unten aussieht. Jetzt sollte das theoretisch gerade sein, sodass das richtig schön abschließen tut mit einer Mitte und dass es dann nicht so kreuz und quer aussieht. Und ich glaube, hier dieses Birke da, das nehmen wir da an der Seite auch noch weg. Das werden wir auch noch austauschen mit schwarzem Beton, dass das einheitlich aussieht. Weil von unten sah das so komisch aus, dass da so was Helles ist. Das sah jetzt nicht wirklich schön aus. So, zeig ich mal her. Na, schau mal einer an. Schau mal einer an. Jetzt ist es auf einmal symmetrisch. Und weil das immer noch ein bisschen komisch aussieht. Was ist denn das da für eine Ecke da eigentlich? Was hängt denn da für eine Ecke rum? Sieht aber immer noch ein bisschen komisch aus, oder? Jetzt haben wir da zumindest die Mitte. Aber was hängt denn da drüber? Jetzt würde ich gerne Fly haben wollen. Hä? Was hängt denn da drüber? Was ist denn das? Jetzt habe ich auch keinen Optifine hier, aber. Oder täuscht das? Da hängt doch ein Block irgendwie drüber. Seht ihr das? Das ist so eine Zacke da irgendwie. Also ich habe keine Ahnung, aber es sieht zumindest besser aus als vorher, oder? Das können wir doch schon mal festhalten hier. Was ist das da oben für ein. Was ist denn das da? Das sieht so aus, wie ob da so ein Block hängt irgendwie. Also da müssen wir nochmal schauen, was das da für ein komischer Block ist, der da rumhängt. So. Und ich glaube, wir werden. Schade, dass es keine Barriereblöcke gibt. Aber ich glaube, wir werden da Glas setzen, Freunde. Wir werden da. Genau, das machen wir jetzt auch. Ich hole mir jetzt mal Glas. Wir brauchen eh neues gelbes Glas. Und dann passt das auch. Gut, Freunde. Ja, wie viel jetzt haben wir jetzt hier? 28 Minuten. Ich denke mal, das sollte reichen. Weil wir will auf jeden Fall Aufnahme Season. Ich werde jetzt noch eine zweite Folge aufnehmen, weil dann haben wir das gleich so nochmal kurz gesplittet, weil ich will im zweiten Teil auf jeden Fall dann, also morgen die Folge, möchte ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen drauf zu sprechen kommen, wie das jetzt so in Zukunft geplant ist, was ich da so vorhabe. Halt, ich muss nach oben. Und das würde ich ganz gerne mit euch nochmal besprechen, so ein bisschen, weil da wird es definitiv Veränderungen geben. Ja, also auf dem Kanal, da bin ich eigentlich ziemlich sicher, weil das kann so nicht bleiben. Da bin ich auch sicher. Hier ist übrigens gelbes Glas, das ist wunderbar, das nehmen wir gleich mal mit. So, Freunde, hier verabschiede ich euch erstmal. Wir sehen uns morgen wieder in einer neuen Folge, nämlich in der 226. Bis dahin, ciao, euer Watercave Crafter.